herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ja, komm her. Heute gibt es mal wieder ein neues Video mit meiner kleinen Schwester. Und man sieht sie gar nicht. Hallo. Sag mal hallo. Hallo. Und zwar haben wir uns überlegt, da ich ein neues Bett habe, wie ihr vielleicht im Hintergrund sehen könnt und auch auf meinem Vlog-Kanal schon mitverfolgen konntet. Das Bett ist da. Ja, Mann, das ist voll geil. Folgt Beautics Vlogs, falls ihr es noch nicht getan habt. Oh, man hat dich auch nicht gesehen. Weil ich ein neues Bett habe, haben wir uns gedacht, weinen wir... Das hört sich komisch an, wenn ich jetzt sage, weinen wir das mal ein. So war ich das... Ja. So. So war das nicht gemeint. Jana und ich haben damals 24 Stunden im Auto verbracht und das hat euch richtig, richtig gut gefallen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir verbringen jetzt mal 24 Stunden im Bett. Das ist hoffentlich sehr, sehr viel angenehmer als 24 Stunden im Auto, weil das war die Hölle. Aber wir werden es gleich sehen. Und ihr auch. Wenn es euch gefällt, gebt dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Vorbereitungen. Ich habe vorhin noch schnell und spontan so eine Einzelkochplatte geholt, weil ich gemerkt habe, dass wir ja gar kein Essen haben werden, beziehungsweise nichts warm machen können oder so. Ich kann ja auch mal keine Mikrowelle hinstellen. Mama hat mir leider nicht erlaubt, die Mikrowelle zu klauen. Deswegen das hier. Und ich werde jetzt dieses Teil hier auffüllen mit allen Sachen, die ich brauchen werde. Mir fällt gerade gar nicht ein, was man alles braucht zum Leben. Wow. Schlafanzug. Abschminktücher. Weiter bin ich noch nicht mit der Planung. Das hier muss auch ab, wegen der Lampe hier. Sonst haben wir kein Licht. Tada! Ich habe soweit, glaube ich, erst... Wow, das hat voll gewackelt. Ich habe soweit, glaube ich, erstmal alles vorbereitet. Ich muss jetzt Jana von der Schule abholen. Da ist sie nämlich noch. Heute ist Freitag übrigens. Damit wir gemeinsam diese Challenge absolvieren können. 3 Stunden später. Und... Wie war es in der Schule? Gut. Begeisterung sieht ja wohl anders aus. Die kriegen wir schon noch motiviert. Hoffe ich. Wir sind jetzt im Studio, im Ort des Geschehens. Am Ort des Geschehens heißt es. Es ist auch kein Studio, sondern es ist mein Bett. Sieht nur ein bisschen falsch aus, weil hier überall so Studiolichter und eine große Kamera stehen und so. Jana hat hier irgendwelche Klamotten. Ladekabel und Kekse. Hier haben wir unser Essen. Schokoreiswaffeln mit dunkel ab. Ich mag keine Apfelringe. Und ich mag keine Möhren. Und... Jana. Zahnbürste, Handtuch, unsere Schlafanzüge, Deo, Abschminkzeug. Und wir brauchen noch einen Spuckbecher für die Zahnpasta. Den Rest von GNTM kommt. Stimmt, wir haben gestern GNTM nicht fertig geguckt. Da haben wir schon mal etwas, was wir später machen können, weil wir haben jetzt 24 Stunden Zeit. Es ist wunderschön und bequem. Also los. Wir haben jetzt, wartet mal. Ich hoffe, man kann das erkennen. 13.26 Uhr und ich weiß, aha, es sieht nicht so aus. Ist also meine. Ja, es ist auf jeden Fall 13.26 Uhr und wir fangen jetzt. Wow, ist das neblig. Ja, ich weiß, war ja gerade auch schon. Ist voll gestört einfach. Sieht aus, als würde die Welt untergehen. Was ich vergessen habe zu sagen, wir haben 3 Joker, in denen wir 60 Sekunden lang, in denen wir aufs Klo gehen dürfen. Wenn wir Hilfe brauchen, dann holen wir einfach Mutti oder Papi. Die dürfen für uns rennen heute. Und jetzt geht's los. 24 Stunden in the bed. Welcome to the vlog camera. Ich werde mich jetzt kurz umziehen, weil wir jetzt das andere Video drehen, was wir... Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt erst online. Ich glaube, das ist noch nicht online, wenn ihr das jetzt seht. Damit ich nicht in jedem Video gleich aussehe. Das sind die Tricks eines YouTubers. Wo sind eigentlich die Tüten? Da haben wir die Tüten. 3 Stunden später. So, wir sind fertig mit wie... Wow. Ach du Scheiße. Wie lange hat sie das denn bitte auswaschen müssen? Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ich trage gerade wunderhübsche Fingernägel. Wir haben mittlerweile 16.53 Uhr. Wir haben vorhin... Ich hab Hunger. Du hast hier doch Vorräte. Was ist mit dem hier? Das werden gesunde 24 Stunden, ich merke das schon. Ich bin noch in dem Oberteil, was ich... Dinkelnudeln. Stimmt. Scheißegal, ob wir die ganze Zeit Kaugummis essen oder nicht. Die Dinkelnudeln, die sind der Retter. Gerade noch das andere Oberteil hier und ich mache diese Nägel gleich auch irgendwann wieder ab. Aber gerade finde ich sie irgendwie noch ganz lustig. Ich habe vor langem keine langen Nägel mehr gehabt. Okay, das sieht total gestört aus. Die Zeit ist gekommen. Es ist 18.36 Uhr. Ich hoffe, man kann es erkennen. Diese Nägel nicht. Ich sollte mich vielleicht auch langsam mal abmachen. Okay, tschüss. Boah, das stinkt voll. Wir haben gar kein Olivenöl. Da muss wohl die Mutti mal anrufen. Wir haben ja auf jeden Fall ein Tablett, aber trotzdem, Kinder, macht das bitte nicht zu Hause nach. Es ist gefährlich, auf dem Bett um Stoff zu kochen. Wir machen das jetzt ausnahmsweise und ich hoffe, es wird nichts passieren, aber macht es trotzdem bitte nicht nach. Warte mal, wo wollen wir das abschütten? Deswegen habe ich diesen Sieb hier mitgenommen. Das hat alles seinen Sinn, ja. Mama? Kannst du uns Olivenöl bringen? Ja. Okay. Tihi, danke. Wir können aber das Wasser schon mal reintun. Put the water in there.
Ich hoffe, das reicht überhaupt an Wasser. Okay, das reicht nicht. Oh mein Gott, guck mal, wie wenig da nur drin ist. Dankeschön. Das ist richtig gestört, ne? Mama, ich Nein. Hab ja, Luni. Ja, hallo, mein Schatzi. Was. Ja, was machen wir hier? Ganz komische Sachen, ne? Ganz komisch. Ja, ich weiß. Jetzt müssen wir einfach warten, bis dieses Wasser hier kocht. Und ich glaube, das kann dauern. Nein. Es dauert so unfassbar lange, bis dieses Wasser kocht. Es fängt schon an zu... Oh mein Gott. Es fängt an zu kochen. Ja, Mann. Okay, das hat so unfassbar lang gedauert. Ja, da ist nur so ein scheiß Wissen drin. Oh mein Gott. Okay, jetzt sollte es reichen. Jetzt müssen wir warten. Wie lange dauert das jetzt? 9 Minuten. Wir haben jetzt 19 Uhr. 19:07. 17 Uhr. 19:07. Halt das da drunter. Ich mach das schnell. Das ist heiß. Achtung. Oh mein Gott, das ist so viel. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Wasser? Ich probiere wirklich nicht auf den Boden zu kommen, ne? Oh! Leute, falls ihr das noch nie gegessen habt, Kräuter der Provence und Tomaten-Mozzarella-Salz mit Nudeln. Das macht ist so geil. Macht das jeder? Achtung, warte. Diese Löcher an der Seite, die sind voll scheiße. Du musst umrühren und ich halt zu. Teamwork! Jetzt neben uns legen und dann gucken wir den Rest von Germany's Next Topmodel. Mm. Das ist geil. Wir haben die Lichter jetzt mal ausgemacht und gucken hier gerade die ganze Zeit GNTM. Ich bin so mega voll. Warte, ich zeige euch mal. Das hier ist alles noch übrig. Mal gucken, ob wir später noch mal Hunger bekommen. Wenn ja, dann ist noch genug da auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache hier langsam mal diese Nägel ab. Ich habe keinen Bock mehr auf die Nägel. Und ich ziehe meinen Schlafanzug an. Ja. Tada! Mein Schlafanzug ist an. Ich liebe diesen Schlafanzug. Ich habe euch den schon mal gezeigt auf meinem Vlog-Kanal. Der ist so weich. Ich müsste ihn eigentlich mal wieder waschen. Ich hatte den schon ein paar Mal an und ich habe das Gefühl, der stinkt langsam ein bisschen. Aber ich wollte ihn unbedingt für das Video anziehen. Ah, das ist gar nicht so leicht, die abzumachen. Yeah. Amazing. Hier ist jetzt ein Pudding, ein Sahne-Pudding. Und der ist ganz lecker. Bis zum 12.03.2019 haltbar. Mmh. Jana. Es ist etwas passiert. Ich muss pipi. Wir haben ja am Anfang gesagt, wir haben 60 Sekunden Zeit. Wie viel haben wir? 21:01 Uhr. Und ich muss ganz doll. 2, 3. Oh mein Gott. Oh, das ist geil. Wie viel habe ich noch? 40. Das ist viel zu lang. Ich bin ein Schnellpinkler. Ich entschuldige mich hiermit offiziell für diese verstörende Aussage. Ich muss auch. Ernsthaft? 3, 2, 1, los. Hauptsache, du warst einfach knapp eigentlich genauso schnell wie ich. Wir sind eine Schnellpinkler-Familie. Das ist ja meine Überschicht! Ich hab eine Idee, okay. Was wir machen. Was? Sport! Was? Ernst. Ich schminke mich jetzt erstmal ab. Taking it into the Gesicht. Tada! 3, 2, 1. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Hör auf. Hör du auf. Nein, hör du auf. Ich höre nicht auf. Du jetzt, hör auf. Ja, ich kann nicht mehr. Hör du auf. Ah. Boah, das tut so unfassbar doll weh. Au. Ja, dann kannst du das aufgeben. Gib auf. Gib du doch auf. Gib du auf. Ich will nicht aufgeben. Das tut so weh. Kannst du bitte aufgeben? Nein. Es tut unfassbar doll weh. Auf 3 Arme runter. Schwestern Ehrenwort? Ja. 1, 2, 3. Oh! Oh mein Gott! Aha. Ja, das. Aua! Das war dann jetzt auch wieder genug Sport für den nächsten Monat. 3 Stunden später. Julia, ich will die Suppe. Es ist 9:30 Uhr. Es ist einfach keine 10 Minuten später, Leute. Die ist so eklig. Die hat das Wasser in unsere Nudelschüssel gegeben und ist jetzt gerade dabei. Hier. So. Oh Gott, du bist so gestört, Jana. Du bist so gestört. Diese Suppe zu machen. Du bist total krank. Und Jana? Schmeckt's? Jana, wo ist die Brühe? Hey, mach das immer. Wenn ich Kartoffeln mit Spinat und Eigelb, dann tue ich immer Spinat in ein extra Schälchen. Da kommt ein Löffel hin und dann brauche ich noch eine Gabel und einen großen Löffel. Nehme ich den Löffel, dann tue ich da erst Ei drauf. Dann tue ich das Spinat mit dem kleinen Löffel drauf und dann kommt da die Kartoffel drauf. Das ist super interessant. Vielen Dank dafür. Du bist komplett crazy. Du hast vorhin so viele Nudeln gegessen und jetzt einfach noch eine halbe Suppe, also einen halben Topf Suppe. Hab Durst. Meine Schwester ist nicht verfressen.
Es ist jetzt, wie viel Uhr? 11:30. Jana ist auch müde und wir haben noch nicht unsere Zähne geputzt. Delicious. Naja, Jana, du bist dran. Warum liegst du eigentlich beim Zähneputzen, Jana? Was wird das? Wenn Mama das jetzt sehen würde, ne? Spuck jetzt! Gute Nacht. Bis morgen. Badabababa. Guten Morgen. Luni hat mich aufgeweckt. Aber darüber freue ich mich immer. Ne, Luni Maus. 9:58 Uhr. Wie lange müssen wir noch? 3,5 Stunden, oder? Es sieht aus wie Sau. Oh. Ja, Luni, findest du auch? Ohne Witz, das Erste, was ich machen kann, wenn wir jetzt hier gleich später fertig sind, ist das ganze Zimmer putzen. Obwohl wir eigentlich nur im Bett waren. Frühstück Deluxe. Wir sitzen hier die ganze Zeit schon umgezogen. Endlich ein bisschen frischer zumindest. So richtig waschen konnten wir uns noch nicht. Ist ein bisschen ekelhaft. Ich freue mich sehr, wenn ich aus diesem Bett hier rauskomme und einfach duschen gehen kann. Es ist so eklig mittlerweile. Weil es hier drin stinkt, weil wir die ganze Zeit drin sitzen. Jana. Noch eine Stunde. Oh, wie der Topper schon verschoben ist. Aber wir können es ja nicht wieder ändern, weil wir hier drauf liegen. Deswegen können wir das nicht schieben. Deswegen müssen wir jetzt damit leben. Aber ich habe gestern das hier schon hier hingelegt. Und zwar mit einem Nagel. Ich wollte das nämlich schon seit Tagen dort oben an der Wand aufhängen. Hab's aber nie gemacht und dachte so, können wir ein Video machen. Ich will das relativ mittig haben. Ich glaube, das hier ist ungefähr mittig, oder? Von den beiden Seiten hier. Wenn das gleich kacke wird, dann bin zwar eigentlich ich schuld, aber dann bist du schuld. Oh Gott, die arme Fernbedienung. Und... tada! So ganz mittig ist es nicht. Ich bin trotzdem zufrieden. Jetzt habe ich einfach 3 Traumfänger in meinem Zimmer. Aber ich finde den voll schön. Ich liebe Traumfänger. 13:29 Uhr. Noch eine Minute, Jana. Ich will einfach nur hier raus. Danke. Immer noch. Wie immer noch? Wie lange geht... Es ist halb! Ich will raus. Ich werde hier jetzt gleich auf jeden Fall erstmal aufräumen. Hauptsache, ich setze mich schon wieder ins Bett direkt. Wir hoffen, euch hat dieses Video hier gefallen. Gebt dem auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und hier könnt ihr noch bei meinen beiden letzten Videos vorbeischauen. Da würde ich mich auch voll freuen, wenn ihr das noch macht. Habt dich lieb. Aber bitte geh einfach in dein Zimmer jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mein Nacken hat richtig geknackt.